Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die dritte Folge Alice Ellerbach. Und ja, ich war gerade bei der Gemeinde. Die ist hier direkt bei der Feuerwehr drinnen. Und ich habe nachgefragt, wie das ist. Weil neben dem Hof ist noch so ein alter Unterstand. Und die haben mir gesagt, dass das auch noch zu meinem Hof gehört. Zu dem Hof. Und da schauen wir mal rein, ob da irgendwas drin steht oder wie das halt ist. Und ja. Vorher will ich noch gern. Vorher würde ich gerne zum Grab meiner Großeltern gehen. Und ich würde mich halt direkt jetzt herstellen. Ich meine, das ist ja nicht so tragisch. Und dann suchen wir das mal. Ah, da hinten ist. Ja, hier. Ja. Ups. Ja. Dann fahren wir mal schnell nach Hause. So. Ich würde mir gerne noch das Sägewerk anschauen. Eine Fuhre habe ich ja schon weggegeben, aber ganz knapp vorbei an den Bäumen. Es ist schön. Ja. In der letzten Folge, soweit ich weiß, habe ich ein paar Bäume gefällt. Und diese Bäume sind, also die liegen halt noch immer da. Und die würde ich halt gerne so bald wie möglich weghaben, damit sich niemand verletzen kann und damit ich auch ein bisschen Geld bekomme. Und ja, ich befahre mich die ganze Zeit, ich weiß auch nicht warum. Aber da vorne ist ja schon gleich mein Hof. Da ist die BGA. Da schauen wir vielleicht später mal hin. In der nächsten Folge vielleicht. Ich habe vor, nächste Folge so eine Folge zu machen, wo wir uns alles anschauen. Und ja. Vielleicht nee, egal, ich parke jetzt nicht. Ich fahre direkt nach hinten und schau mir das mal an. Und ja. Also das ist die Scheune, beziehungsweise der Unterstand, den ich gemeint habe. Ui. So. Also. Warte, ich kletter mal über den Zaun. Hui. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ein Viehtransporter.
Ja. Ein LKW habe ich auch. Oder? Und hier so ein altes Auto. Da würde ich direkt. Läuft sogar noch, okay. Schauen wir mal, wie wir da rauskommen. Ja, den würde ich gerne am Hof haben. Den fahre ich jetzt einfach da hinten hin. Stimmt, denn schauen wir mal, weil da ist kein Platz mehr. Da würde ich gerne den Pickup hin. Und vielleicht, dass ich ihn da so reinstelle. Kann man machen. Ja, egal, schauen wir mal Ding. Ich will den erstmal einparken. Gott, da ist dann nur eine Wiese. Und da kann man auch super vorbeigehen. Also da ist genug Platz, ich weiß nicht. Ja, da auch. So, dann. Ach so, nee. Ich muss überlegen. Weil eigentlich brauche ich ja keinen LKW. Aber dadurch, dass ich einen habe, würde ich. Ja, fahren wir erstmal den Wagen hier weg. So. Also, dass so eine Ausbeute da ist, das hätte ich nicht da. So, das passt soweit. Also, ich habe überlegt, weil ich ja hier den Wasserturm habe, dass ich vielleicht das Bauamt beantragen würde, um hier ein Silo hinzubauen. Es dauert natürlich ein bisschen. Das soll ich auch nicht die ganze Wiese wegnehmen. Ich würde halt hier so das Stückchen natürlich gerade abteilen, da so. So abteilen, das mit Schotter auslegen und dass ich da halt noch Wiese habe, die ich abernten kann. Und ja.
Wird vielleicht ein bisschen begradigen lassen. Aber schauen wir mal. Dann schauen wir mal in Ding. Ja, die Schweine müssen wir mal wieder füttern und die Hühner auch. Dann würde ich direkt hier. Ich muss schauen, geht das jetzt mit dem Kipper, dass ich da reinkomme? Schauen wir mal. Wie gesagt, ich muss schauen, wenn nicht. Ja, muss ich schauen. Weil ich würde schon gerne hier ist schon leer. Was wollte ich sagen? Entschuldigung. Ich wollte schon gerne ein Fahrzeug, wo ich was aufladen kann. Und da auch reinpasst. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Anhänger reinpasst. Ich will es auch gar nicht probieren. Weil ich weil ich den Anhänger für was anderes will. Den schaue ich mir sowieso noch an. Ob ich vielleicht doch einen größeren Anhänger brauche. Aber ich glaube, das passt schon so. Ach komm schon. Scheiß Drecksding. Schieben wir sie mal dahin. Z. So. Dann tragen wir das mal hier hin. Und schauen mal. Weil, wie gesagt, ich schaue jetzt gleich wegen einem Anhänger. Aber ich glaube, der passt eh so von der Größe her. Dann würde ich noch schauen. Weil ich habe ja jetzt den Scooter. Ob da auf der Ladefläche was drauf geht. Und wenn nicht. Ja, da muss ich mich umschauen wegen einem Omnimog. Ob ich vielleicht einen günstig bekomme. Muss ich mal schauen, ob der überhaupt was im Angebot hat. Der Händler. Und. Ja. So. Achso, ich wollte schon wegen den Anhänger. Ja, das passt ja schon. Es ist gar nicht einen zweiten kaufen. So. Ich weiß nicht, passt der große Traktor da drauf? Ich glaube ja weniger. So. Fahren wir mal zum Landhandel und schauen, ob ich da irgendwas kaufen kann. So, da vorne ist auch schon der Landhandel.
Ich finde, also der Landhandel, der ist da, weil der gehört zum LU. Aber das LU hat derweil nur den Landhandel baut. Die haben da eine Grasfläche, da haben sie Landhandel halt drauf baut. Und dabei ist halt nur, sind nur die Gebäude und da kann man halt was kaufen im Landhandel. Aber das LU ist noch nicht da. Wir müssen noch Maschinen bestellen und sowas. Und ja. Das ist, glaube ich, der Ballverkauf müsste das sein. Dann haben wir hier. Okay, dann. Er hat wieder keine Anhänger. So, ich muss schauen. Weil der Welt gehört mir ja nur dies und dies. Was ist denn hinter meinem Hof? 600.000 und das kostet 400. Ja, ich behalte das. Ja. Den lasse ich abholen. Ich rufe dann direkt später an, dass die mir dies abholen und den Traktor, der kaputt ist, reparieren. Damit ich das mal gemacht habe. Und ja. Ich überlege, weil alles so weit gefahren. Entweder lasse ich mir das Futter für die Schweine und für die Hühner halt bringen, liefern. Obwohl für die Hühner brauche ich eh kein Futter mehr. Kaufen. Weil das sind 100.000 Liter habe ich da bestellt. Und ich habe, glaube ich, wie viele sind's? Was habe ich da? Eins. Ein Feld mit Weizen, das ist das. Das ist schon größer. Und ja, da kommt halt sehr viel bei rum. Und das würde ich halt. Schau mal kurz. Schweine, Weizen, Gerste. Das würde ich halt hier. Weizen erstens für Hühner. Und zweitens für die Schweine. Dann habe ich beides. Dann muss ich eigentlich kein Futter mehr kaufen. Ich meine, wenn das weg ist, dann. Ja, dann tue ich halt alles mit Weizen füttern. Oder ich schaue halt, ob ich mir einen Futtermischwagen kaufe. Wie viel kostet so ein Ding? Futtermischwagen, kleiner Futtermischwagen, großer Futtermischwagen.
Dann 41, ja. Schauen wir mal. Siebenundzwanzigtausend. Aber ich könnte den ja theoretisch. Den verkaufe ich. Sage ich so, wie es ist. Den könnte ich da reinstellen. Oder, hopp, ich stelle Forstmaschine. Oder ich stelle die Forstmaschine darüber und das andere halt daher. Aber auf jeden Fall. Ja, ich mache das zwischen den Folgen, weil ich brauche unbedingt einen Traktor mit Pflegebereifung. Oder? Nee, egal, egal. Was wollte ich jetzt machen? Nee, während der Ernte mache ich das nicht. Ich wollte nämlich davon, das kann ich euch hier zeigen, da, da ist bisschen hier Wald dabei, das würde ich gerne weg, weil, ja, weil es so ist. Und ja, ich würde dann das verkaufen. Und ja.